Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 703. Ausgabe und zwar aus dem niederländischen Eindhoven. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich mache mir ernsthaft Sorgen, ob auf der Welt alles noch richtig zugeht. Ich meine, ich verstehe teilweise die Welt wirklich nicht mehr, denn was ist in Burma eigentlich schiefgelaufen? Burma hat gute Ölvorkommen. Burma hat gute Erdgasvorkommen, riesige Vorkommen. Burma hat eine böse, böse Militärregierung. Wo bleibt George W. mit seinen Invasionstruppen? Ja, da gibt es auch was zu holen, da gibt es Öl, da gibt es Gas und man könnte, sie passen zwar nicht so richtig auf die klassische Achse des Bösen, aber da ja die USA immer so der Retter der Demokratie in der Welt sein wollen, verstehe ich nicht, warum da nicht schon längst irgendwie mal ein paar markige Sätze von George W. gefallen sind, der da sagt, die müssen wir mal beobachten, beziehungsweise da müssen wir einmarschieren. Nichts dergleichen. Man kann sich in diesen Tagen nicht mal mehr auf die USA verlassen. Finde ich wirklich total verrückt. Naja, wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Ich hoffe es für das Volk natürlich in Burma, dass es zu einer guten Lösung kommt und kein Mensch will, dass da die Militärjunta auch nur einen Tag länger an der Macht bleibt. Aber wie es weitergeht, werden wir bei uns nur in den Medien verfolgen können. Apropos Medien. Medien rufen ja einige Bilder in unseren Köpfen hervor, die meist mit der Realität nicht viel zu tun haben. Wenn man sich mit Leuten unterhält, die zum Beispiel im Iran wohnen oder die im Irak wohnen, die Verhältnisse dort, die sind völlig anders, als es sich die meisten Deutschen vorstellen können, weil wir eben so ein verzerrtes Bild haben, dass da die Jugendlichen genauso wie in Deutschland zur Disco gehen, dass sie sich modern kleiden, dass sie einen einigermaßen westlichen Lebensstil pflegen. Viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt schon mehrfach Leute aus diesen Regionen getroffen und ich war selbst auch in Syrien und ich weiß, wie das ist, wenn man mit seinen Vorurteilen im Hinterkopf irgendwo hinreist und dann völlig überrascht ist, dass es da doch ganz anders aussieht, als man sich's vorgestellt hatte. Unser CNN und Spiegel geprägtes Bild von einigen Ländern weist doch riesige Lücken auf und was man eigentlich machen sollte, so wie der Freund von mir, bei dem ich hier gerade in Eindhoven übernachte, man sollte einfach nach Teheran fliegen. Man kann da wunderbar Urlaub machen, er wird das demnächst machen und mir berichten und vielleicht gibt es da auch ein paar interessante Sachen, die ich euch weiterleiten kann. Wie gesagt, in Eindhoven. Eindhoven ist eine Stadt, eine Zusammensammlung von Höfen bzw. von lauter Stadtteilen. Das heißt nämlich auch der Name Eindhoven. Und die Bürger von Eindhoven, die sprechen gar nicht so häufig von ihrer Stadt, sondern sie sprechen immer von ihrem Stadtteil oder ihrem ehemaligen Dörfchen, in dem sie wohnen. Und wir sind hier auch in einem Stadtteil, in einem solchen Stadtteil, in einem der größten. Und hier gibt es einen Supermarkt, der heißt Albert Heijn. Albert Heijn gibt es in ganz Holland oder in den kompletten Niederlanden, man muss es ja politisch korrekt sagen. Und die sind hier, was man so den Platzhirschen nennen würde. Und sie sind extrem innovativ. Albert Heijn bietet eine ganze Menge, angefangen vom riesigen Fertigmahlzeitenregal. Maltiden heißt das. Dieses Regal, sowas gibt es meines Wissens in keinem deutschen Supermarkt. Eine derartige Bandbreite von frisch zubereitetem, verschweißten Essen, was man sich dann halt zu Hause einfach warm machen kann. Aber sie haben noch eine lustige Rationalisierungsmaßnahme. Wenn man den Albert Heijn hier in Eindhoven betritt, und zwar der hier um die Ecke ist, es ist der einzige Albert Heijn in der Nähe, der dieses System bietet, greift man sich am Eingang nicht nur den Einkaufswagen, wie bei uns auch, sondern einen Handscanner, wenn man möchte. Man muss das nicht tun, aber man kann das machen. Man greift sich also einen Handscanner, das ist ein pistolenähnliches Gerät und alles, was man aus dem Regal nimmt und in seinen Einkaufswagen reinlegt, das scannt man quasi einmal ein, indem man auf den Auslöser drückt und dann macht das Pip. Und man sieht im Display, was es ist. Und das legt man dann in seinen Wagen. Und wenn man dann eingekauft hat, braucht man, und das ist eine herrliche Erfindung, sich an keiner Kasse mehr anzustellen. Sondern man gibt diesen Handscanner in eine Ladestation zurück.
zieht seine Albert Heijn Kundenkarte durch und zack ist der Einkauf bezahlt. Man kommt quasi mit keiner Kassiererin mehr in Berührung. Man schiebt seinen vollen Einkaufswagen einfach dann auf den Parkplatz raus, tut's ins Auto rein und fährt nach Hause. Das wünsche ich mir für die deutschen Supermärkte auch, weil es gibt nichts Nervigeres, als an einer Kasse Schlange zu stehen. Und dann hat man vielleicht vor sich einen Problemfall, dass der Kunde einen Artikel auf dem Band liegen hat, der nicht in der Kasse gespeichert ist. Und dann muss man warten, bis jemand von hinten kommt und ist kein Wechselgeld da oder man will was zurückgeben. Und das hält alles auf. Und die ganzen anderen Kunden, die abends vielleicht 21.30 Uhr von der Arbeit gekommen sind, fertig sind, an der Supermarktkasse stehen und einfach nur nach Hause wollen, und dann hält einen diese blöde Kasse auf. Wenn man diese Kasse quasi nicht mehr braucht, dann ist es doch einfach ein Idealzustand. Einfach rausgehen, diesen kleinen Scanner in die Vorrichtung reinhängen, Kreditkarte durchziehen und tschüss. Denke mal, da wird eine Menge geklaut. Kann ich mir gut vorstellen, weil man wird quasi gar nicht kontrolliert. Ja, das ist voll auf Vertrauen aufgebaut, aber der Supermarkt wird sich das ganz genau ausgerechnet haben, wie hoch die Klauquote ist und wie hoch ist der Lohneinsatz, den ich für irgendwelche Kassiererinnen bezahlen muss. Und dann sagen die sich wahrscheinlich, das rechnet sich für uns. Aber damit habe ich schon die Kehrseite der Medaille erwähnt. Es wird natürlich dafür sorgen, dass man zukünftig keine Kassiererinnen mehr im Supermarkt braucht. Und da stecken ja auch immer Menschen dahinter. Ja, Frauen, die dann arbeitslos werden, oder auch Männer, gibt auch Männer, männliche Kassierer. Und ich weiß im Moment noch nicht so richtig, ob sich das durchsetzen wird, ob das vielleicht auch unsoziales Verhalten ist, oder was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr? Sollte man quasi Hilfsarbeitsplätze erhalten und sagen, nee, nicht so viel Technik, oder sollte man sagen, nee, die vorhandene Technik hat halt viele Macken, wie gesagt, Kunden müssen lange anstehen und sind genervt, sollte man die Elektronik schalten und walten lassen. Würde mich freuen, darüber von euch einen Kommentar zu lesen unter www.nachtzugnachhamburg.de oder als E-Mail an nachtzug@email.de. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder Guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Amsterdam. Euer Reiko.